Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Stardew Valley, den letzten zwei Tagen des Herbstes. Heute findet die Geisternacht statt, bedeutet so eine Art Halloween. Und das wird richtig lustig, das wird schön. Wetterbericht für den nächsten Tag. Wolkig mit Windböen den ganzen Tag über hinweg. Wahrsagerin. Ah, natürlich kein großes Glück heute. Oh, die Kürbisse. Hihi, sehr schön. Dann brauche ich die auch nicht mehr gießen. Das ist auch gut. So. Aber ich wollte noch Kupfer wiederherstellen. Noch weiter. Und die Zeitung in den Fabrikator da reinpacken. Die Recyclingmaschine. Na komm. So, falls ihr euch wundert, dass die Musik gerade alle ist. Ich habe das eben gerade einfach nur kurz, speichern lassen und sofort wieder aufgenommen oder auf Aufnahme dann gedrückt. So, das Pflänzchen hier. Vielleicht kriegen wir doch nochmal was raus dabei. So. Auf jeden Fall den Mais nochmal ernten. Stimmt, dann brauchen wir die Kürbisse auch nicht mehr gießen. Nur noch das, was sowieso länger wächst. Unten links sehe ich noch mehr Maiskolben. Das ist doch schön. So. Ach ja, stimmt. Damit ihr auch keine Folge mehr verpasst, am besten einfach abonnieren und die Glocke aktivieren. Weil mit dem Abo-Feed, das ist schon seit Ewigkeiten irgendwie ein großes Problem. Und ich kriege das aber jetzt erst so richtig mit. Naja. Na, jetzt hat sie dies nicht gegossen. Ah, was soll's. Die letzten zwei Kürbisse hier unten. Und ich glaube, wir können jetzt tatsächlich doch beim Gemeindehaus die Kürbisse abgeben. Wegen den Goldsternen. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Vielleicht können wir das ja jetzt eben machen. Ich wollte nichts großartig machen. Heute ist ja, wie gesagt, die Geisternacht und ansonsten nichts weiter. Ja, der Wein braucht, wie gesagt, halt wirklich sehr lange. So, dann noch eine Zeitung. Hätte ich gleich mit reinpacken können, die Kupferbarren. So. Stimmt, Eisen muss ich nochmal machen. Wenn wir dann nämlich die Hacke und so machen wollen. Stimmt, wir können jetzt auch nicht in die Stadt, weil da alles an Vorbereitungen läuft. Also könnten wir heute sowieso nicht zu Clint. So. Sehr schön. Gut, dann der Mais. Da ist soweit voll. Dann können wir den verkaufen. Aber die Kürbisse. Da, da und da. Sehr schön. Dann werde ich jetzt alle erstmal hier mit hineingeben. Zack. Können wir also nicht abgeben heute, sondern erst am nächsten Tag. So. Gut. Ja, was können wir heute machen? Wie gesagt, in die Stadt können wir nicht, weil ist so. Die Gießkanne packe ich mal weg. Stimmt, ich weiß auch gar nicht, ob Robin jetzt noch am Werkeln ist oder... Mal gucken. Na? Oh, ja stimmt, da heute ein Festival ist. Früher war es ja so, dass dann sie einfach weitergearbeitet hat. Auch am Festivaltag. Ja, okay. Dann müssten wir dann wirklich warten. Ja, überbrückend würde ich jetzt einfach in die Mine gehen. Aber wirklich, hat jetzt nur das bisschen gebraucht an Energie. Ja gut, ist jetzt auch nicht mehr so viel, was man da machen könnte. Ja, gehen wir jetzt hier oben am besten entlang. Ach ja, stimmt. So. Sehr schön. Ah, oh, die Musik. Jedes Mal. Wundervoll. Oh, ich dachte gerade, die Aufnahme läuft nicht. Ja gut, dann hätte ich den Tag einfach neu gestartet und dann nochmal von vorne angefangen. Das macht ja dann nicht so sehr was. Ich habe alles, was ich zum Überleben brauche und mehr. Die Natur spielt eine wundervolle Melodie, wenn du ihr nur zuhörst. Ah, 6 Herzen haben wir jetzt bei ihm. Krass. Ich verbringe auch eine Menge Zeit mit Lesen. Einer der Gründe, warum ich im Tal geblieben bin, die große Bibliothek. Genau.
Das hat er uns schon einer erzählt. Aber ich kann mir ja nicht alles merken und lese deswegen doppelt und dreifach vor. Aber vor allem wird das denn nicht schlimm, aber eben halt ein wenig nervig dann im nächsten Jahr, weil da dann teilweise auch die Dialoge von diesem Jahr wieder mit bei sind. Hier von wegen Frühling und so. Aber mal gucken. Ja, stimmt, wie weit sind wir jetzt? Linus haben wir am meisten, danach Abigail, Lea, Louis, Caroline. Sonst bis Vincent überall zwei, Elliot bis Maro immer nur ein. Ja, Pierre und der Zauberer. Nee. Also mit dem Zauberer könnte man vielleicht befreundet sein, aber nicht mit Pierre. Ach ja. Ja, stimmt, wir können das ja mal ganz kurz testen. Hier, zur Stadt. Die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet. Komm später zurück. Also können wir das nicht machen, leider. Ja, wir haben ja noch leider nur die Kupferaxt. Ja, wäre jetzt scheiße, wenn das heute fertig werden würde. Aber ich glaube, das ist schon so mit Absicht gemacht worden, dass es denn nicht geht. Aber naja. Gut, dann gehen wir jetzt einfach hier weiter gucken, ob wir weiter runter in der Mine kommen. Da wir jetzt gerade mal um 12 haben. Also ich bin guter Dinge, dass wir jetzt auf jeden Fall auf Ebene 105 kommen. Ja, wie es mit Ebene 110 aussieht, man wird sehen. Aber kann sein, dass wir dann früher rausgehen müssen, um dann das Festival mitmachen zu können. So. Keine Monster bisher. Okay. Na. Na, also. Ah, diese Schattenleute immer. Hau ab. Unten links habe ich nochmal Gold gesehen und einen Pilz. Ja, stimmt. Wir haben jetzt die Hacke aufgewertet. Bedeutet, können wir jetzt so machen. Ab Gold können wir dann dieses Neunerfeld machen. Ah ja, Fledermaus. Und ab Iridium, da können wir, glaube ich, ein Neunerfeld und dann noch ein weiteres oder nur zwei weitere Reihen nach hinten. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber das werden wir ja früh genug erfahren. Eben dann, wenn wir es haben. So. Na stimmt, im Herbst werden wir wahrscheinlich. Herbst. Was habe ich momentan mit Herbst? Ja gut, meine liebste Jahreszeit. Aber dennoch, im Winter werden wir wahrscheinlich wirklich sehr viel in die Mine gehen können. Deswegen wollte ich eigentlich heute schon die Spitzhacke wegbringen, aber naja, geht hier nicht. Na, ich kann das ja am nächsten Tag machen. Oh, da ist wieder so ein Feuervieh. So ein schwebendes Feuergesicht. Ah, sehr viele Kisten. Sehr schön. So. Ah, sogar ein lila Pilz da unten. Die bringen richtig gut was. Wenn man die verkauft, auf jeden Fall. Und eben halt auch, wenn man sehr wenig Energie hat, sind die auch fantastisch. So, noch mehr Gold. Und noch ein Schleim. Stirb. Dankeschön. So. Gut. Die Tasche ist jetzt schon so gut wie voll. Naja, passiert. Na also, Ebene 105. So. Ui, das ist ja mal ein schöner Schleim. So, nee, nicht Magenta. Magenta ist viel zu hell. Wie kann man es nennen? Karmesinrot? Nee, Purpur, richtig. Purpur ist eine wirklich schöne Farbe. So. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die Bleirute macht nicht ansatzweise so viel Schaden, wie es eigentlich gut wäre. Aber Moment, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Ui, ui. Oh, mein armer Sessel. Und ja, ich habe hier einen richtigen Sessel stehen und keinen PC-Stuhl. Weil mir das wie nennt man das? Mit der Hydraulik, mit dem Hoch- und Runterfahren. Weil mir das ständig kaputt geht und ja. Der Sessel hier ist auch sehr bequem. Und ich sitze hoch genug, dass es nicht zu anstrengend wird, das lange Sitzen. Und ich habe auch keinen anderen Sessel, den ich sonst benutzen könnte hier für den PC. Keinen anderen Stuhl. Ah ja, eine Magmageode.
Aber wie immer kein Weg nach unten. Na doch, da. Na, ich schätze mal, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, aber dennoch ein sehr guter Fortschritt. So, hier noch. Was machen die da oben gerade überhaupt? Heute ist Dienstag. Was machen die da oben? Naja. Geht mich ja auch nichts an. Ist nur halt manchmal ein wenig nervig, dieses Rumgepolter. So. Na, Energie brauchen wir zum Glück beim Festival nicht. Na, ich möchte erstmal links lang. Da sehe ich doch schon eine Kiste da unten. Oder eher eine Tonne. Also mich. Roter Schleim. Ah, die Leiter ist auch schon da. Sehr schön. Ja, toll, da auch. Oh, ein größerer Leuchtring. Super. Da hat sich jetzt unser Radius nämlich sehr vergrößert. So. Ja. Gut. Da unten rechts. Ein grüner, so ein hellgrüner Schleim. Das ist ja auch schön. So ein Popel- oder Orkgrün. Na, eher ein Orkgrün. So, dankeschön. Und dann gehen wir gleich sofort wieder runter, weil wir ja blöd sind, jetzt nach der Leiter zu suchen, ne? So. Sehr schön. Ah, rechts habe ich eben schon einen von den Schattenleuten gesehen. Hier, den hat man ja so schon sehen können. Oh, ich sollte wirklich was zu mir nehmen. Dann aber lieber die Höhlenkarotten. Die bringen aber auch ganz gut, ne? Na, nicht so viel, aber trotzdem relativ gut. So. Flattermäuschen. So. Oh, da sind wieder diese komischen Schamanenviecher. Momentan überhaupt. Schleim. Was machen die da oben? Ne, nein, hau ab. Nein. Gut. Was machen die da oben? Sind die am Umräumen? Also, wenn euch das stört, tut es mir echt leid. Ich kann das im Moment überhaupt nicht verhindern. Ich meine, wir haben es jetzt 12.46 Uhr. Ja, ich nehme das gerade wirklich am Tag auf. Oder halt auch relativ früh gesehen. So. Ey, nein. Nee. Aber trotzdem, die letzten Tage war es relativ ruhig. Und dann, wenn ich aufnehmen will, super. Na egal. Klong, klong, klong. Solaressenz. Ah, 20 Uhr. Wir müssten dann auch bald raus. Wie gesagt, wir haben nur einen kurzen Zeitraum, an dem wir dann hingehen können. So. Sehr schön. Ja genau, sollte ich irgendwann damit Geld verdienen und die sollten rumpoltern, könnte ich ja auch sagen, hier, ihr stört meinen Arbeitsbetrieb. Verdienstausfall. Wäre das möglich? Ich glaube aber nicht. Ich meine, es ist mitten am Tag, aber naja. Im Grunde haben wir beide recht, in dem Fall. Nicht wegen Verdienstausfall, sondern hier überhaupt. Ich darf aufnehmen, dafür etwas lauter sein. Dafür dürfen die halt auch ihre Wohnung umräumen, wenn sie es wollen. Oder ich glaube in dem Fall, dass das Kind einfach da am Spielen ist. Naja. Ich weiß gar nicht, der ist glaube ich gerade mal so 10? Vielleicht noch etwas jünger? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja. Juckt mich im Endeffekt auch nicht. So. Na komm schon, die Leiter. Hier. Komm schon, die Leiter. Warum ist die Leiter immer so blöde? Dass die so schwierig spawnt, sag ich mal. Genau, bis 23:30 wurde ja gesagt. Haben wir Zeit? Na, komm schon, die Leiter. Verfatztes Ding, komm her. Sag mal.
ist manchmal richtig kacke mit der Leiter. Ja, hier. Ja, toll. Am Anfang. So, ich nehme das hier noch mit und dann gehe ich raus. Außer ich finde jetzt hier vorne noch die Leiter. Dann wäre mir das auch egal. Denn das Gute mit dem Minenkarren können wir ja auch hin. Also kurz vor knapp können wir dann hin. Gut, reicht. Raus hier. Mine verlassen. Jo. Okay, die Bushaltestelle. Nein, das war doof. Moment. So. Nein! Oh, ich bin... Stadt. Das ist halt immer das Doofe daran. Ja, hier. Wie man sieht, der Radius ist jetzt enorm gewachsen. Wenn man das jetzt so sieht. Ne? Ist schon krass. So. Aber Tante Mani, ich will in das Labyrinth. Ich habe keine Angst. Ich hab. Hallo, Yuriko. Hattest du einen produktiven Herbst? Oh, ja. Es wird langsam ziemlich kalt. Die Pflanzen werden nicht viel länger durchhalten. Ja, leider. Oh, ich habe zu viel Angst. Dann geh mit Alex. Geh nicht zu nah an den Käfig. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese Skelette bewegen. Gruselig. Aber auch irgendwie ziemlich cool. Das stimmt. Warum gibt es kein Kürbisbier mehr? Frag nicht mich. Eine meiner Iridiumkeulen würde kurzen Prozess mit diesen Teilen machen. Dann verkauf mir doch mal so ein Teil. Dann verkauf mir das doch mal. So. Caroline. Ich erschrecke mich so leicht. Ich lasse das verfluchte Labyrinth lieber den jüngeren Leuten. Jody, Vincent ist beleidigt, weil ich ihn nicht in das verfluchte Labyrinth lasse. Aber er ist noch so klein. Er ist doch noch so klein. Ach Quatsch. Der Winter ist ja schon fast da. Die beste Zeit, um etwas Holz und Steine zu horten. Ja. Ich habe Maru schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihr geht es gut. Sie ist erwachsen. Lass sie. Ja. Ich finde es toll, mit Kürbissen zu kochen. So eine interessante Frucht. Ich habe noch nie Kürbis gegessen. Noch nie. Das wollte ich dieses Jahr endlich ändern. Oh, hallo Yuriko. Es ist schon ziemlich kühl, was? Ja. Genau, die Hecke hier, die war ja auch noch gar nicht da. Und auch hier, da war ja sonst so ein... Wie kann man es nennen? Naja, so ein Ornament, sag ich mal, auf dem Boden. Ich komme zu jeder Veranstaltung mit kostenlosem Essen. Es wird mich aber definitiv nicht im verfluchten Labyrinth finden. Achso, du wirst mich da nicht finden. Okay. Guten Abend, Yuriko. Warst du schon im verfluchten Labyrinth? Es ist ziemlich gruselig. Der merkwürdige Mann, der in dem Turm haust, hat das alles selbst auf die Beine gestellt. Er hat niemanden in die Nähe gelassen, während er daran gearbeitet hat. Dann wäre interessant gewesen, hätten wir ihn denn im Turm antreffen können oder nicht? Meine Mutter lässt mich nicht in das Labyrinth. Ja, naja. Irgendwann. Magst du die Kürbislaternen? Ich habe sie selbst geschnitzt. Ja, ich finde die schick. So. Hi. Entschuldigung. Mein Mund war voller Brombeeren. Achso, so ein... hi. Ja, Pierre, wie immer nur am Verkaufen. Oh, die Sammlervogelscheuche. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt. Ich habe keinen Platz. Moment. Grabstein können wir nächstes Jahr noch kaufen. Kürbislaternenrezept. Ja, würde ich auch nächstes Jahr machen. Ja gut, ich glaube, die Vogelscheuche holen wir auch erst nächstes Jahr. Tschüss, Pierre. So, dann gehen wir mal in das verfluchte Labyrinth. Was für uns ja kein Labyrinth ist, weil wir es ja alles sehen, wo wir hin können. Harvey. Oh, du hast mich gefunden. Ehrlich gesagt, habe ich zu viel Angst und ich wollte mich hier verstecken, aber verrate das niemandem. Naja. Hier bin ich doch schon mal lang gegangen. Nein, warte. Ich habe mich verlaufen. Hier drüben. Du gehst jetzt 1, 2 Schritte nach vorne, 1, 2 nach rechts, also von dir aus gesehen nach rechts, und dann einfach geradezu, dann bist du draußen.
Gruselige Grabbelhände. Oh, ich finde diese Fackeln hier auch so schön. An sich diese Lichter. Ah ja, hier, da sieht man ab und an was. Da. Ah ja, hier ist Baba Yaga Haus. So. Die Dämpfe von diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindelig, aber ich kann mich einfach nicht abwenden. Okay. Aber ich finde das Haus irgendwie so niedlich gemacht hier. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Oh, die Kürbislaternen, die sind so schön. Aber schade, dass die jetzt nicht auch noch irgendwie leuchten. Da können wir nichts machen. Alex. Dort drüben ist irgendetwas Merkwürdiges. Aber wie komme ich dorthin? Es muss hier irgendwo einen geheimen Durchgang geben. Richtig, und ich weiß tatsächlich auch wo. Erst einmal, der Brunnen. Sieht auch sehr schön aus. Abigail, ich kann nicht weiter. Spinnen. Ja, Plastikspinnen. So. Denn hier oben der Sandkasten. Eigentlich war hier ja der Spielplatz. Okay, Sam. Das ist merkwürdig. Hier ist eine Sackgasse. Ich hätte schwören können, jemand war vor mir auf meinem Weg durch das Labyrinth. Wo ist er und oder sie hin? Ach, hier oben. Der Zauberer und Linus. Genau. Oh, die Nachbarn. Ich möchte endlich wieder zu meinen Eltern ziehen, da ist es ruhiger. Genau, hier sieht man so einen kleinen Durchgang. Dann hier hinter dem Baum. Da. Und zack. Ah, hier kann man nicht durch, okay. Dann kann man hier hinein. Dank dem Leuchtring sehen wir jetzt, wo ich bin. Aber dass man mit den beiden nicht reden kann, ist schade. So. Ach, richtig. Das da. Mein Gold. Genau, goldener Kürbis. Er ist wertvoll, hat aber sonst keinen Nutzen. Sehr schön. Haben wir das geschafft. Hier können wir nicht entlang, hier auch nicht. Ansonsten gibt es keinen weiteren Weg. Ich glaube, nur mit Cheaten würde man hier oben hinkommen. Ich habe das Schwert ausgerüstet, aber das geht leider nicht. Dass ich es schwingen kann und dann so raus kann. Ansonsten einfach mal bei YouTube eingeben, ja, Zauberer, Standorte und sowas. Ne? Ich denke mal, da kommt dann auch noch was. Aber gut. Leider war es das schon soweit. Mehr gibt es nicht zu sehen. Das verwunschene Labyrinth. Das gruselige, wie auch immer. Oh, mein Magen knurrt. Ich hoffe, das wird man in der Aufnahme nicht hören. Huch. So, das war's soweit. Das war das Halloween-Festival. Beziehungsweise die Geisternacht. Mehr gibt es nicht zu sehen. Leider. Ja. Blitzen da eigentlich nochmal die Augen auf? Nee, ne? Schade. Aber gut, das war's soweit. Wir können mit niemandem mehr reden. Wir können auch hier aus der Hecke nicht raus. Selbst wenn wir es versuchen würden. Oder? Ich kann es ja mal so versuchen, aber ich denke nicht. Weil es halt nicht so vorgesehen ist, dass man da durch kann. Zumindest hier an diesen Stellen. Naja, denn eben nicht. Gut, Pierre, mit dem kann man nicht reden, weil Hayley davor steht. Moment. Geht das, wenn ich da... Geht das? Ah, schade, okay. Naja, gut. Okay, dann war es leider soweit mit der Geisternacht. Ja. Ach, schön. Du hast keine Briefe und Inventar ist voll. Ja, genau. Doch, das hat sich gelohnt, in die Mine zu gehen. Auf jeden Fall. So, dann lasten wir wie immer ab. Geoden hier mit rein. Gold natürlich. Dann sammle ich das noch schnell ein. Aber was machen die da oben für einen Lärm? Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Tja. Ah, ich weiß, Kinder, da sollte man sich nicht beschweren, aber ich beschwere mich trotzdem. Achso, das habe ich vergessen. Ah, das noch rein. Hier, den kleinen Leuchtring können wir verkaufen. So,
Die Krabbe kommt hier mit hinein. Die Pilze dort hinein, wie immer. Und das war's dann auch soweit, ne? So. Gut, dann würde ich jetzt auch einfach pennen gehen und den nächsten Tag einläuten. Hä? Leuchtring? Achso, ja gut, weil wir drinnen sind. Meine Fresse! Oh, nee. Ich weiß schon, warum ich es geliebt habe, bei meinen Eltern zu wohnen. In dem Haus. Ah, Vollmond. Da wäre es jetzt noch cool, wenn irgendwie ein paar Hexen da jetzt entlang fliegen würden oder so. So, 6 Kürbisse. 2112. Und 6 Kürbisse mit Goldstern. 2640. Ist schon ein krasser Unterschied, ne? Nun der letzte Tag vom Herbst. Hofbuch aktualisiert. Ah ja, genau. Tiere aufziehen. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt im Norden der Stadt. Im Gegenzug... ach so, ja, stimmt. Hier. Auf den Grund der Mine haben wir jetzt nur noch als Aufgabe. Sonntag. Ich glaube, ich schaue mal kurz nach. Marni hier hat, glaube ich, am Sonntag nicht offen, oder? Ah doch, Marni verkauft in ihrem Laden jeden Tag von 9 bis 16 Uhr. Außer an Montagen und Dienstagen. Das Gebäude ist an diesen Tagen trotzdem geöffnet. Sie verkauft Tiere und Tiernahrung. Ach ja, ich sehe auch gerade 57 Minuten, dann ist die Folge 41 von Stardew Valley auch schon hochgeladen. Oder, ja doch, 41. Okay, aber trotzdem, Wetterbericht. Es könnte sonnig sein den nächsten Tag. Wahrsagerin, etwas mehr Glück. Und Königin der Soßen. Artischockendip, hier ist ein angenehmer Weg, um mehr Artischocken in seinen Körper zu befördern. Ich selbst tunke nicht mal irgendetwas rein. Ich schlürfe die Soße einfach wie einen Milchshake. Lecker. Igitt. Nein. Pfui. Artischockendip gelernt. Und das letzte Mal Preiselbeeren. Fantastisch. Pastinakensuppe von Caroline. An Yuriko. Es gibt nichts Besseres, als mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten zu kochen. Ich habe ein Rezept beigelegt, um dir dabei zu helfen. Pass auf dich auf, Caroline. Pastinakensuppe. Und das nächste. Oh, sehr gut. Was habe ich denn da reingeschmissen? Ich glaube, Zeitung. Moment. Das war hier. Handwerksbündel. Dann haben wir jetzt schon 3 Sachen. Und im Frühling dann eben noch Kirschen und Aprikosen. Dann brauchen wir nur noch eine einzige Sache. Yeah, super. Aus Zeitung einfach mal Stoff gewinnen. Krass. Okay, ich möchte aber erst einmal auch noch das hier machen. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Teil zu basteln, wollte ich sagen. Moment. Ich habe das doch hier mit reingepackt. So. Gießkanne. Mache ich mal so und so. Genau, den Kürbis können wir einfach nur bei uns mit ins Haus hineinpacken. Einfach als Deko. Finde ich eine schöne Idee. So. Das letzte Mal die Preiselbeeren ernten. Unten ist auch nochmal Mais. So. Sehr schön. Ah ja, ich sehe schon. Oh ja, eine Fackel. Da fackelt man nicht lange. Oh, 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 oh. So, zack. Dann können wir auch schon mal wieder ernten hier. Wie gesagt, auch am letzten Tag werde ich es gießen. Schade, dass die keine Frucht mehr gebracht hat. Aber naja. Wo entlang? Oh je, Verzeihung. So, hier. Dann machen wir das mal so entlang. Hier nochmal. So. Zack und zack. Sehr schön.
Wie gesagt, ich vermute zwar, dass wir nichts mehr dabei rausbekommen werden, weil eben halt die nächste Jahreszeit ansteht. So, zack. Eisenbarren. Zack. So, und dann das nächste. Die nächste Fuhre. Gut. Dann den Mais, weiß ich, kann ich so verkaufen. Bei den Goldsachen, genau, zwei wollte ich davon aufheben. Und den Rest verkaufen. Genau, dann können wir ja mal eben gucken, dass wir uns jetzt ein paar Hühner holen. Ah ja, und die eine Heizung auf jeden Fall. Im Winter brauchen die ja das auch. Sonst frieren unsere armen Kükis. Genau, Sonntag ist es auch. Dann können wir gleich links auch noch zum Verkaufswagen hin. Ach, ich liebe den Herbst. So, Mani. Tierbedarf. Als erstes das. Das ist jetzt am wichtigsten. Heu haben wir noch. Selber. Tiere kaufen. Hier, ein Huhn. Gut versorgte, ausgewachsene Hühner legen jeden Tag Eier. Lebt im Hühnerstall. Da holen wir doch mal zwei Stück. So, das geht ein bisschen schneller. Rizuma? Oder Mo? Nee. Geppa, Petley, Grassi, Cinci, Chetza, oh Gott. Frotchley, Schipot, Niki, Gona. Oh Mann. Ja, die Namen, ne? Leccardo, Schipa, Ceto. Ja, doch, Ceto. Ist ein schöner Name. So, und noch ein weiteres Tier kaufen. Ja, 800 für ein Huhn ist okay. Ist absolut in Ordnung. Ketcher, Tritchi, Wutza, Wusa, wieder Prattley, Snopo, Saku. Aha. Oh nein, Trash, warum Trash? Oh nee. Nakiko. Cece. Ja doch. Oder Sisi. Wie auch immer. Machen wir so. Okay. Hey da. Gut, dich zu sehen. Besuche mich bitte, wann immer du willst. Ja, das ist doch schön. So, Shane. Du schon wieder? Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du mich alleine lassen sollst? Nee. Können wir eigentlich bei ihr rein? Nee, ne? Noch nicht. Oh ja, sie ist gerade am Spielen. Das ist schön. Vögelchen! Tiep, 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 tiep. Ach ja, so herrlich das Spiel. Tiep, 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 tiep. So, der Verkaufswagen. Artischockensaat. Eine für 900 ist, glaube ich, wieder mal Wucher. Pier habe ich noch auf. Artischocken sind später für den Herbst, kosten nur 30 ein Saatpäckchen und nicht 4 oder 900. Grünkohl, nee, also das ist meistens, wenn das im dreistelligen Bereich ist, ist es Wucher. Ah, nee, vier Felder ist läppsch. Brauchen wir nicht. Kokosnuss, geröstete Haselnüsse. Oh, köstlich. Nee. Also momentan brauchen wir gar nichts davon. Überbackener Blumenkohl. Uax. Ii. Ich finde Blumenkohl so widerlich. Kann jeder natürlich gerne essen, wenn ihm das schmeckt. Ihn, sie, ihr. Wie auch immer. So. Aber mir schmeckt das überhaupt nicht. Ich finde schon den Geruch irgendwie so. Uax. Das Problem habe ich teilweise auch mit Brokkoli. Wenn es in geringen Mengen ist, dann kann ich das so halbwegs mitessen. Oh, ich weiß noch, als ich mal im Krankenhaus war, stationär, da war es dann auch so, habe ich vom Vormann irgendwie das Essen bekommen. Eine winzige Portion, nee, eine große Portion Kartoffeln, dann eine riesige Portion an Brokkoli. Ja, dann noch ein winziges Stück, hier, wie nennt sich das? Ah ja, Hähnchenbrust. Ja, nicht ganz so weit. Und dann eine weiße Soße, die wirklich nach nichts geschmeckt hat. Ja.
Also, genau. Krankenhausessen ist meistens wirklich extrem schlecht. Das, ja. Ich glaube, am letzten Tag, als ich da war, ich war ja nur 2 Nächte dort, durfte dann am nächsten Tag dann wieder gehen, am dritten. Ja, stimmt, am ersten wurde ich operiert, am dritten durfte ich gehen. Genau, an dem Tag habe ich dann nochmal Mittagessen bekommen. Und das hat wirklich gut geschmeckt, tatsächlich. Das war aber wahrscheinlich auch wieder nur so eine Dosensuppe. Genau, das war so ein Linseneintopf. Genau. Au. Hui, der Waldspringer wahrscheinlich. Aber wirklich, im Herbst hat es jetzt so gut wie gar nicht geregnet und im Sommer nur. Ist schon krass. Genau, das war so ein Linseneintopf, dann mit so Speckstückchen drinne. Aber naja, da sind dann meistens, was Speck sein soll, immer nur diese Fettwürfel. Boah, ich finde das so widerlich. Meistens so Dosensuppe schmeckt überhaupt nicht. Habt ihr irgendeine Dosensuppe, die euch schmeckt? Wenn ja, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben oder überhaupt so Fertigsachen. Die meisten Sachen schmecken überhaupt nicht. Oh, Fisch brauche ich hier nicht schenken, nur wirklich nicht. Gut, also durch das Angeln, durch das Hacken haben wir jetzt ein bisschen Energie verloren, durch das letzte Gießen. Genau, wir können ja mal die Küken angucken. Die Kükis, die kleinen Süßen. Genau, und die Heizung auf jeden Fall schon aufstellen. Stimmt, für heute kann ich sie ja nochmal rauslassen. Haben sie nochmal das erste und letzte Mal erstmal richtiges Futter. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, da sind sie. Oh, so niedlich. Alter, 1 Monat, Baby. Cheto scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Genau, und CC genauso. Genau, und hier können wir jetzt so viel rausnehmen, wie wir wollen, bis das Silo leer ist. Und das werde ich auch machen. So. Dürften 240 sein. Ja. Die Raufe ist leer. Baue ein Silo und mähe mit deiner Sense Gras. Mähe Gras mit deiner Sense, um sie wieder aufzufüllen. So, was ich immer mache, erst einmal hier auffüllen. Muss ja sein. Und ich werde sie aber auch schon mal rauslassen. Stimmt, dann muss ich jetzt langsam aber sicher auch einen Zaun basteln. Würde ich dann wahrscheinlich so ab hier entlang laufen lassen. Dann hier oben entlang, dass hier noch so eine oder zweier Lücke ist. Und dann eben nach vorne abschließend. Stimmt, die Pilze wollte ich nochmal gucken. Ah, sehr schön. Die werden zum Glück auch im Winter fertig, weil das ja hier in der Höhle ist. Moment. Wollte schon sagen, ist da jetzt ein Baum dazwischen? Naja. Genau, dann werde ich hier wahrscheinlich noch 2 weitere Bäume hinsetzen. Hier auch und hier auch. Dann haben wir von jeder Baumsorte, von jeder Obstbaumsorte jeweils einen. Ich glaube, das reicht ja im Grunde auch. Wenn man 3 Tage wartet, hat man nämlich dann gut was zusammen an Obst. Nee, du nicht. Du. Genau, das kann ich ja auch nochmal mitnehmen. Stimmt, ich wollte mir noch eine Kiste basteln dafür. Da. Stimmt, wir sollten auch mal wieder Holz hacken gehen, sehe ich gerade. Wir haben nicht mehr viel. So, Karpfen. Ah, wir haben doch wieder gut was an Karpfen. Können wir auch verkaufen. Ansonsten hier den einen noch. Den Waldspringer, der kommt hier hinein, wenn das mal an Platz reichen würde. Dann nehme ich die Tinte raus. Das kommt rein. Obwohl, das Seegras kann ich ja auch mal mit in die Kiste packen. Hier, in die Küche. So, dann kommen die Fische weg. Die Pilze, wie immer, hier hinein. Ne, bis auf die Morchel. So, gut. Habe ich hier eigentlich noch die Algen drin? Nee. Gut. Stimmt, den Kürbis können wir ja auch mal mit reinpacken.
Oh, richtig, bevor ich es vergesse. Die Heizung! Die muss auch mit rein. Da, ah, wie süß. So. Die Heizung stelle ich mal hier hin. Sehr schön. Oh, süßes Küki. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch noch ein bisschen nach links verschoben hatte, dass hier der Zaun anfängt und einmal so endet. Da müsste ich nochmal in meinem privaten Spielstand einmal nachgucken. So. Dich würde ich gerne hier hinstellen. So, mache ich richtig schön gelb, dass man sieht, Heu ist drin. Heu, heu, heu. Den Kürbis. Ja. Das ist schön. Ansonsten, ich packe jetzt erstmal das einfach hier mit rein. So. Ich wüsste sonst im Moment gar nicht, wohin damit. Sehr schön. Das bleibt soweit hier drin. Genau, ich wollte noch ein wenig umbasteln hier. Und zwar wollte ich das ganze Zeugs hier. Dann das hier noch. Ah, bis auf die eine Frucht. So. Dass in die Saatgutkiste immer hier draußen ist. Und ich dann hier eben die ganze Ernte mit reinpacke. So. Bup, 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 bup. Da wir zurzeit eben nur die paar Kisten haben, würde ich das Ganze dann so... Ja genau, hier Frühling, dort dann Sommer, war glaube ich orange, ne? Oder? Habe ich das rot gemacht? Ne, rot war das. Sommer rot, Herbst orange. Und hier mache ich jetzt erstmal nur Gemischtes rein. Denn ich meine, im Winter, da kriegt man nicht so viel. Deswegen, naja. So, die Fackeln kommen da wieder raus. Das ist soweit Saat, das ist okay. Oh je, dann nehme ich das Ganze hier erstmal raus. Mehr geht nicht. Mehr geht beim besten Willen nicht. Dann muss ich das später mal alles wieder umsortieren. Aber das macht nichts. Oh, es klopft gerade an der Tür. Moment. So, ja. Das war eben meine Mutti. Hatte eben nochmal angerufen. Ja. Sie wollten mir jetzt was zu Weihnachten schenken. Etwas, was ich halt noch nicht habe. Und ja. Das sind nämlich ein paar Bücher und haben dann gesehen, es ist eben gerade erst angekommen, alles auf Englisch. Das sind die englischen Bücher. Naja, aber mich stört das nicht ganz so sehr. Dann lerne ich auch nochmal ein bisschen Englisch dazu, das ist ja nicht dramatisch. So, hier waren wir dabei. Das passt aber nicht alles rein, stimmt. Stimmt, dann könnte ich hier die Kiste noch da auch nochmal rot machen. Dann könnte ich das so, die Blümchen mal damit hinein. Aber dann bräuchten wir noch eine weitere Herbstkiste, ne? Ah, es ist zu wenig Platz. Ich brauche mehr Holz. Wisst ihr was, dann kloppe ich jetzt erstmal ein paar Bäume weg. Dann passt das schon. Ja stimmt, ab 18 Uhr gehen auch immer die Hühner wieder in den Hühnerstall. Und vor allem, wenn man das über Nacht offen lässt, werden die gnatzig. Das mögen die nicht. Es kann ja schließlich sein, dass irgendwie ein Fuchs kommt oder ein Wolf oder keine Ahnung was. Und die dann wegfängt. Ich weiß nicht, ob das hier schon passieren kann in diesem Spiel, aber bei Harvest Moon war es auf jeden Fall so. So. Deswegen ist gut, dass ich das hier habe wachsen lassen. So. Auch gucken, ob sie drin sind. Jo, alle beide. Naja, aber wie gesagt, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist okay. Schon überhaupt der Gedanke, dass ich dann die Bücher jetzt auch selber bekommen habe. Oder bekommen werde. Ich finde das schön. Ich habe die wirklich noch nie gelesen, die Harry Potter Bücher. Meine Schwester hat die komplette Ausgabe oder die komplette Sammlung auch auf Deutsch. Also zur Not könnte ich mir mal das Deutsche ausleihen von ihr. Naja, aber wie gesagt, mit Englisch bin ich auch zufrieden. Absolut zufrieden. Oh, Kätzchen, Strom hat hier unten noch entlang.
No, und packt sich wieder flach auf den Boden. So, laut meiner Aufnahme sind es jetzt 50 Minuten, aber minus 5 Minuten, die wir eben telefoniert haben. Ja, etwa. Deswegen machen wir noch ein bisschen hier das Holz weg. So. Ja, stimmt. Diesmal ist es ja wirklich ein Cliffhanger für die Jahreszeit. Ah, und ab 20 Uhr etwa legt sie sich auch richtig schlafen. Das ist so süß. Kätzchen. Oh, Toko liebt dich. Oh, das ist süß. Oh, meine Katze liebt mich. Das ist schön. Wenn ich so eine Meldung mal bekommen würde, wenn ich unsere Katzen streiche. Oh, das wäre schön. Das wäre so richtig toll. Na, ein bisschen können wir hier noch. So. Wie gesagt, im Grunde braucht man nur ein einziges Silo bauen und dann den Rest immer mit Dingens in die Kiste packen. Stimmt, hätte ich eigentlich auch bei den Hühnern mit reinpacken können. Aber naja, nur zu spät. So, hier nochmal ein bisschen. Ah ja, die Energie ist auch fast weg. So, hier. Die Sträucher noch weg. Flups, 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 flups. Hier unten wollte ich, wie gesagt, einigermaßen verwildert lassen, weil ich das schön finde. So, dann hier wieder rüber. Der Mutantenpilz wird wahrscheinlich dann auch... Ah, die Marmelade ist fertig, sehr gut. Wird wahrscheinlich dann am nächsten Tag nicht mehr da sein. So, mache ich nochmal zwei Brombeeren hinein. Stimmt, kann ich gleich ablasten. Das kommt rein, dieses hier, jenes hier und das. Ja, wir haben ja soweit Zeit, dann können wir ja... Ne? Nein, nicht essen. Nochmal ein bisschen weiter gucken. Die Marmelade möchte ich auf jeden Fall verkaufen. Die Kiste ist leer, da kommt dann nur noch die Saat hinein. Stimmt, dann brauche ich ja keine neue machen. Richtig. Zack. Kommt hier die Saat hinein. So. Sehr schön. Genauso auch bei der Herbstkiste. Wir haben die ja. So. Supi, supi. Fantastisch. Dann hier, das ist die Sommerkiste, genau. Nee, dann würde ich die eine Kiste hier dann noch hier mit hinstellen. Ja, Sommer kann ruhig da bleiben. Herbst ist dann nochmal hier. Ist er dann ein bisschen unsortiert noch, aber das macht ja nichts. So, dann hier die Reste noch holen. Da. Blub, 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 blub. Genau, das kann dann in die Kiste mit rein. Blub, 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 blub. Dann können wir die hier wegnehmen. Ich pack... Genau, die Saat, dann das hier, dieses. Ja, was mache ich denn jetzt? Also Tee kann ich ja bis zum Herbst sammeln. Stimmt, das habe ich heute vergessen. Egal, macht nichts. Dann packe ich die Reste jetzt hier hinein. Dann ist da Sommer, hier Herbst. Mache ich auch nochmal orange. Halt. Nee, das war falsch. So. Die Blümchen auch noch mit hinein. Ah nee, der Pilz, der kann ja dann ruhig jetzt hier hinein. Ja, obwohl, nee, die Pilze. Ich glaube, die Sonderpilze hier, die beiden, die möchte ich hier mit hineinpacken. Ah ja, so. Und dann habe ich hier noch eine Mischkiste. Dann kann das da raus. Nein, da. Hinein, so. Und gut jetzt. Dann haben wir den Tag trotzdem noch soweit gut genutzt. Oh, man sieht schon, alles ist weiß.
und nochmal knappe 6000 Gold. Brombeergelee, 180 pro Stück, insgesamt. Also nur 60 pro Stück, dann haben die Preiselbeeren eigentlich mehr gebracht, ne? Okay. Aber hier, wie immer, die Masse macht's. Gut, aber da die Folge jetzt auch rum ist, erster Tag des Winters. Gut, also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst, wann die Videos hochkommen. Und ansonsten dann, genau, in der Videobeschreibung auch noch der Link zu Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stardew Valley wieder zum ersten Tag des Winters. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!